Hallo und willkommen beim Spiele-Dinos mit Melanie und Angelo. Und heute der Erweiterung zu Sagrada. Sagrada ist von Daryl Andrews und Adrian Adamescu und bei Floodgate Games erschienen. Genau, das Ganze ist die 5 bis 6 Spieler Expansion, also Erweiterung, und ab 13 Jahren. Und wie ja der Name schon sagt, ist es die erste Erweiterung für Sagrada. Und einer der großen Vorteile ist jetzt, dass man es 5 bis 6 Spieler spielen kann. Und sie bringt noch, ich nenne es mal, 2 neue Module mit ins Spiel. Zum einen haben wir neue persönliche, wie heißt das noch auf Deutsch? Private Auftragskarten. Private Auftragskarten, das verändert sich jetzt hier quasi ein bisschen. Oder man kann sie ins Grundspiel mit einmischen. Und wir haben einen privaten Würfelpool, dafür ist ein schönes neues Rad dabei. Und wie das genau aussieht, zeigt euch Melli jetzt in einem kleinen Regelvideo. Ich zeige euch hier nun, was in der 5 bis 6 Spielererweiterung für Sagrada alles dabei ist. Natürlich sind 2 neue Kirchenfenster dabei, einmal in der Farbe Orange und Gelb und die entsprechende Punkteanzeiger. Dann sind noch 6 weitere Musterkarten dabei. Wie ihr sehen könnt, hier mit dem Würfel gekennzeichnet, dass dies die Erweiterung ist. Außerdem sind jeweils 8 Würfel von jeder Farbe noch zusätzlich dabei. Und neu ist dieses Würfeltableau. Außerdem sind nun 6 neue private Auftragskarten dabei und 12 Favor Tokens. Dann sind noch 6 private Würfelpoolräder dabei und zusätzlich hier 2 Werkzeugkarten, die für den privaten Würfelpool gedacht sind. Die erste Änderung zur Erweiterung ist, dass der Würfelbeutel nun immer entsprechend den Spielern angepasst wird. Dazu gibt es hier eine kleine Übersicht, an die haltet ihr euch am besten. Eine weitere Änderung sind die private Auftragskarten. Entweder ihr entscheidet euch nur aus der Erweiterung diese Karten zu nutzen oder ihr mischt diese mit dem Grundspiel zusammen. Die privaten Auftragskarten funktionieren ähnlich wie die aus dem Grundspiel. Ihr seht hier eine schraffierte Fläche. Hier müsst ihr nicht schauen, dass ihr entsprechend die Farbe legt, sondern hier müsst ihr einfach in die schraffierten Flächen eure Würfel legen. Nun zählt ihr hier auch wie im Grundspiel eure Würfelaugen zusammen und dies ergibt dann nachher die Punktzahl. Wenn ihr mit dem privaten Würfelpool spielt, müsst ihr die Karte 7 und 8 aus dem Grundspiel durch die Karte 13 und 14 aus der Erweiterung ersetzen. Wenn ihr mit dem privaten Würfelpool spielt, ändert sich natürlich auch die Anzahl der Würfel im Würfelbeutel. Dazu schaut ihr einfach auch wieder in die Anleitung. Nehmt euch einen privaten Würfelpool entsprechend zu eurem Kirchenfenster und von jedem Würfel der Farbe 2 Würfel. Nehmt diese, würfelt sie und legt sie in euren privaten Würfelpool. Die Regeländerung für den Würfelpool ist wie folgt, und zwar habe ich jetzt pro Runde nur noch einen Zug zur Verfügung. Das heißt, ich entscheide mich entweder für einen Würfel aus dem öffentlichen Würfelpool oder einen Würfel aus dem privaten Würfelpool oder nutze eine Werkzeugkarte. Diese Aktion darf ich in beliebiger Reihenfolge machen. Zum Beispiel, ich nehme mir hier aus dem öffentlichen Pool diese lila 3, platziere sie hier unten ins Eck. Dann nehme ich aus meinem privaten Pool die rote 2 und platziere sie hier. Alle Anlegeregeln gelten wie im Grundspiel auch. Eine Werkzeugkarte mit einem Favor-Token möchte ich in dieser Runde nicht nutzen. Daher ist nun mein Zug vorbei und der nächste Spieler ist an der Reihe. Spielt Sagrada wie im Grundspiel beschrieben weiter, an den Regeln ändert sich sonst nichts. Wie ihr gesehen habt, hat sich ja mechanisch nicht wirklich viel geändert eigentlich, genau, mit der Erweiterung. Das ist das gleiche Spielprinzip, das gute gleiche Spielprinzip. Da hat man sich wahrscheinlich auch nicht getraut, groß was zu ändern. Die Module bringen aber dann aber doch eine kleine Änderung rein, finde ich. Also man hat ja die Module ist ja übertrieben, aber man hat einmal die neuen Private Objective Cards. Genau, die verändern schon ziemlich das Spiel, finde ich, weil man muss jetzt nicht mehr schauen, welche Farbe hat man, wo muss man welche Würfel platzieren, sondern man schaut eben nach diesen schraffierten Flächen und versucht natürlich da die hochaugigen Würfel zu platzieren. Ja, das, genau, finde ich auch ein gutes neues Element, weil sowas halt immer absehbar, der eine hat grün und irgendwann wusste ich, der nimmt die grünen immer weg und
Ja. Okay, klar, der hat die Grünen. Ja, richtig. Die andere große Änderung ist natürlich das 5- und 6-Spieler-Board. Und dazu kommt dann noch diese Private Dice Pool. Genau. Private Würfelpool. Und das denke ich mit die beste und größte Änderung, abgesehen vom 5. und 6. Spielerboard. Genau, ob man jetzt wirklich den 5. und 6. Spieler braucht, sei dahingestellt. Bei uns kam es schon vor, dass wir wirklich zu 5 zu 6 waren und dann hieß es, okay, was spielen wir jetzt noch? Die Downtime war halt ein bisschen... Ja, die Downtime... Ist halt dann, wenn man es im Standardmodus spielt, braucht es einfach, weil man hat viel, viel mehr Würfel natürlich. Dann sind es zu 6 sind es 13 Würfel zur Auswahl und dann dauert es einfach, bis es einmal rumgeht und wieder zurückkommt. Das dauert einfach. Wenn man das Ganze natürlich mit diesem privaten Würfelpool spielt, da ist es zügiger. Genau, weil der private Würfelpool bringt halt jetzt nicht mehr die Regelung, dass es einer sich einen Würfel nimmt, dann geht es zurück und kommt wieder hinten an. Und der Erste, der war, hat ja nur das nehmen können, was über war. Genau. Und der private Würfelpool reduziert oder verringert halt das Glück ein bisschen. Es ist planbarer, weil die Würfel am Anfang gewürfelt werden. Man sieht, was habe ich an Zahlen, was habe ich an Farben. So kann ich besser auf meinem Board planen. Möchte ich jetzt, wann möchte ich einen roten Würfel auf ein rotes Feld setzen und wann kann ich die 2 auf ein Zweierfeld setzen? Es ist ein Ticken planbarer oder einfacher, würde ich sagen. Weil du hast immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, im öffentlichen Würfelpool, bro, okay, muss man aber ja nur noch einen Würfel nehmen und hat ja seinen privaten. Da hat man ja wirklich von jeder Farbe 2 Würfel. Ja. Und das macht es natürlich schon ein bisschen taktischer einfach, finde ich. Ja. Also die Abwechslung mit den neuen Modulen oder mit der neuen Erweiterung ist schon gut. Mhm. Vom Guten kommen wir jetzt leider zum Schlechten. Und von dem Schlechten können wir jetzt nur von der englischen Version reden, weil wir halt die englische Version haben. Wann kommt die deutsche Version? Die deutsche Version wird im März, also dritte Monat dieses Jahr, bei Pegasus erscheinen. Mhm. Wir haben unsere letztes Jahr in Essen mitgenommen, die englische Erweiterung, und da gibt es entsprechend halt den ein oder anderen Manko. Genau, was fang du mal gerade an mit dem. Ja, was mich absolut stört, gut, da werden jetzt viele sagen, stell dich nicht so an, aber diese Favor-Tokens, oh, die sind ja wirklich so dermaßen verschieden groß. Dass Also im Grundspiel waren die kleiner, mit der Erweiterung sind sie so groß. Und ich denke halt, bei einer Erweiterung, die eigentlich so schönes Material hat und jetzt auch nicht super billig ist dafür, was drin ist, ist das halt echt ein Manko. Und dann geht es gerade so weiter. Die Würfel, die neuen Würfel sind kleiner, wesentlich kleiner als die aus dem Grundspiel. Wenn man die nebeneinander legt, sieht man halt einfach, dass die kleiner sind. Auch in dieses neue Rad, in diesem Private Objective Pool, passen die alten Würfel zwar rein, aber man merkt schon, sie klemmen einfach, genau. Also das ist wirklich so, sind so Kleinigkeiten, was uns halt ein bisschen stört, vor allem bei dem Preis, was wir bezahlt haben. Man muss es ganz einfach so sagen. Aber ich denke, generell sollte sowas halt einfach nicht passieren. Das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, wenn da der Produzent oder der Hersteller drauf geachtet hätte, wäre es halt einfach ein rundes Paket. So ist es ja, oder auch die Punkte-Marker aus der Erweiterung haben eine andere Oberflächenbeschaffenheit, die glänzen viel mehr. Also es sind kleine Sachen, aber wie gesagt, zu dem Preis, was die Erweiterung bietet, sollte halt die Qualität stimmen. Oder die Qualität sollte immer stimmen. Die Qualität sollte immer stimmen, aber bei uns, nichtsdestotrotz ist die Erweiterung gut. Schön, gut. Ich denke, vor allem interessant für Leute, denen der erste Teil zu glückslastig war oder die immer gesagt haben, sie wollen 5 bis 6 Spieler haben. Genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr groß dazu zu sagen. Vielleicht wollt ihr uns eure Erfahrungen mit Sagrada allgemein mitteilen, vielleicht sagt ihr, boah, geil, es kommt eine Erweiterung, da freue ich mich richtig drauf und jetzt weiß ich auch, um was es geht. Lasst uns eure Erfahrungen da, wie immer einen Daumen hoch und über jedes Abo freuen wir uns nach wie vor. Genau, das war's von uns. Und dann sagen wir tschüss. Ja, ciao, ciao. Ciao.